Sehr geehrte Damen und Herren, heute erscheint wieder ein neuer Newsletter. Drei Themen behandle ich dort. Zum einen das Thema Kindergeld für EU-Ausländer. Dort möchte ich eine Indexierung haben. Was bedeutet das konkret? Beispielsweise ein Kind, was in Bulgarien lebt, Mutter oder Vater, arbeiten aber in Deutschland. Dann kriegt das Kind in Bulgarien das komplette deutsche Kindergeld. Ich glaube aber, Kindergeld sollte an die Lebenshaltungskosten des Kindes angepasst sein, also an die Kosten, die das Kind als Lebenshaltungskosten in dem Land hat, wo es lebt. Das ist ein wichtiges Thema für mich hier im Europäischen Parlament, dazu ausführlich Bericht im Newsletter. Als zweites beschäftige ich mich damit, was es eigentlich für die Europäische Union bedeutet, dass Angela Merkel weiterhin Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist. Und zum Schluss blicke ich auch nochmal auf die Klausurtagung der CDU Sachsen-Anhalt in Schörke zurück. Viel Spaß beim Lesen, vielleicht auch das ein oder andere Feedback. Bis zum nächsten Mal, Ihr Sven Schulze.